Moin Leute, Collas hier. Willkommen zurück zu Part Nummer 9. Ich habe ja richtig krass verkackt in der letzten Folge. Von daher muss ich mal gucken, dass ich das jetzt hier hinkriege. Sie sollten von ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Lok als Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angekommen haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. Einmal bitte. Messer rein, Gedärme raus. Musik haut mir gerade auf jeden Fall wieder die Ohren weg, Alter. Boah, ohne Scheiß, das ist ultra laut. Beruhig dich mal. Also, sorry, aber die Musik muss ich echt ein bisschen runterstellen. Fucking hell. Die haut mir so mein Trommelfell raus. Das ist der Shit. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Kommen hier jetzt unendlich Gegner nach, oder? Ah, hallo. Mit der Verbesserung ist halt echt geil, weil ich mache halt keine Schrittgeräusche mehr. Warum habe ich denn das letzte Mal so gestruggelt? Ich war wahrscheinlich zu defensiv unterwegs. Das ging jetzt gut runter, muss man sagen. Clean durchgespielt. Werde ich auch noch geblitzt hier. Cool. Marshall.
dass der mich gerade nicht gesehen hat. Einmal kurz nochmal warten. Oh Gott, no. Ein Koloss. Wo ist er? Da. Ich muss mal kurz weg. Beste Nachladeanimation ever. Einfach wegkippen. Oh, 500. Nehme ich gerne. Müsste ich eigentlich auch schon wieder genügend haben, um mir was zu kaufen, ne? 2800. Nee, das ist zu gut. Das bringt mir gar nichts. Bedrohungssuche ist halt schon geiler. Also spare ich noch. Na, da bin ich durch. Gut. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flutbarriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Sev auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben Sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Klingt ja nach einem richtig guten Plan. Staudamm springen, um Oktopusse oder Oktopoden. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Raiden. Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Jo. Greife den Kern des Hive an. Finde Reeves und sein Team. Tarnfeld aktiviert. Paar Marshals. Hm.
Das ist aber ein ziemlich... weitläufiges Areal. Nanovision aktiviert. Nee, das brauche ich nur wirklich nicht. Achso, ja, vielleicht doch. Tarnfeld aktiviert. Nanovision aktiviert. Vielleicht sind jetzt auch unsichtbare Aliens da und... Keine Ahnung, warum ich da gerade Damage gekriegt habe, aber... I don't know. Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Ist hier was drin, ne? Ich höre einen links von mir auf jeden Fall. Hey, Bro. Tarnfeld aktiviert. Weg mit dir, Alter. Tarnfeld aktiviert. Ich hab doch... Echt? Okay. Ach komm.
Warnfeld aktiviert. Lauf nicht weg. Tarnfeld aktiviert. Jo, no problem. Alter, wenn da jetzt ein Alien gewesen wäre, was mich reingezogen hätte, ne? Das wäre eine ziemlich assige Ecke gewesen. Hier ist Radio Free Manhattan. Für alle, die immer noch in dieser zerstörten Stadt ausharren. Ich habe einen Rückruf-Geräusch. Oder zumindest sowas ähnliches. In einem brandaktuellen und völlig erstaunlichen Anfall. Meine Männer. Deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte gehofft, nun wie auch immer. Der Krieg fordert eben Opfer. Die müssen wir alle finden. Versuchen Sie, Ihre Scan-Ausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Ich guck. Das denn hier? Sieht halt schon cool aus, der Tunnel hier. Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Feeds, den ich von Ihnen bekomme, würde ich sagen... Ja, also, auch wenn es mir ein bisschen wehtut. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporensilo. Nanovision aktiviert. Oh wait, die kann ich doch sicher... Okay, kann ich nicht. Alter, dieses Geräusch, diese klick, 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 klick. Wo bist du? Da. Komm. Komm. Drecksteile. Warnung. Explosion unmittelbar bevorstehend. Das ist ein Koloss, ne? Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Taktische Optionen verfügbar. Oh, hier wird's richtig witzig. Toll, was? Wie ein Korallenökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenhaaren her. Da ist Elboss. Vier Gegner. Vier sind nicht so viele, ne?
Sollen wir die neue Waffe mal austesten? Wäre eine Idee, ne? Oh, da ist noch einer. 5 Gegner. Oh, da ist noch einer. 6 Gegner. Das musste sein. Oh, nicht gut. Tarnfeld aktiviert. Da ist ja noch einer. Tarnfeld aktiviert. Habe ich alle Dinge aufgesammelt? Ich kauf mal. Na komm! Zieh! Sehr schön. Da ist eine super Idee, einfach reingreifen. Das scheint zu funktionieren. Aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Ich hätte gerne Muni für das Mikrowellengewehr hier. Sniper. Eventuell gehe ich dann zum Snipergewehr zurück oder nee, ich mach's andersrum. Ich mach das so rum. Okay, aber hier ist erstmal Part 9 Ende. Bis morgen. Schönen Tag noch.